Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu Prison Architect Teil 5. Ist ja noch nicht viel. Teil 5 ist ja nun im Prinzip gar nichts. Kann ich mal überlegen, ob ich hier vielleicht den Hof noch ein bisschen absichern? Warte mal, wir könnten auch auf den Hof ein bisschen was zum Spielen oder eine Lampe auch für die Leute hinmachen. Damit da ein bisschen... Warte mal, wo gibt es denn die Lampen? Oh, verkaufen können wir auch. Sehr interessant. Hier, guck mal, eine Lampe. Können wir auch einfach auf dem Hof eine Lampe, zwei Lampen setzen. Oder? Und dann können wir auf dem Hof noch... Was mögen die denn so? Was mögen die denn so? Das war doch hier das, dieses... Gibt es doch hier so Sportgeräte, die die gerne auf dem Hof haben? Hier, guck mal, sowas hier. Ein Gewichtheber-Ding können sie haben. Vielleicht so zwei Stück, dass sie hier so trainieren können. Die Knassis das halt immer so machen. Und ein Billardtisch auf dem Hof. Geht das? Macht das Sinn? Billardtisch ist natürlich cool, wa? Ein Fernseher, eine Telefonzelle. Da bauen die doch bloß Scheiße, oder? Da bauen die doch bloß Scheiße. Fällt mir gerade ein, ich würde ganz gerne noch im Knast, genau, im Knastzimmer ein Bücherregal reinbauen. Damit die sich freuen, damit sie mal die Bibel lesen können. So, Büro ist under construction, denke ich mal. Da fehlen noch ein paar Kabel. Und hier bei Forschung? Nein, nicht bei Forschung. Bei Versorgung brauchen wir noch mehr Kabel. Und zwar wenn wir jetzt die Kabel hier hinlegen. Ach, hier. So, mal gucken, ob das klappt. Ob wir da eine anständige Versorgung hinkriegen. Gut, Dusche ist okay. Ist auch am Wasser angeschlossen. Da laufen schon die Knastis. Der kriegt jetzt sein... Das ist auch okay. Die Lampen funktionieren sogar. Die habe ich noch gar nicht ans Stromnetz angeschlossen. Komischerweise. Wenn die Lampen da kostenlos sind, dann würde ich sagen, wir werden da gleich mal noch mehr Lampen hinstellen auf dem Hof. Kann nicht schaden. Wobei im Dunkeln sollen die eigentlich in ihren Zellen sein. Gibt es hier eigentlich sowas wie Stacheldrahtzaun? Das wäre doch mal was. War ein Stacheldrahtzaun, oder? Tunnel verfüllen. Die Schweinehunde bauen Tunnel. Mist. Sicherheitswall ist teuer, wa? Ah. Ziegelsteinmauer. Betonmauer. Marmorfliesen. Dann lass uns doch einfach mal... Ein Zaun. Hier, cool. Dann bauen wir hier einen Zaun rum. Was soll der Geiz? So. Um den Hof bauen wir einen Zaun rum. Ganz geil. Und hier bauen wir einen Zaun. Weißt du, dann haben wir so eine Art Zwischenbereich. Dann haben wir das alles ein bisschen abgetrennt. So einen kleinen Fluchtwegverhinderer, weißt du? So. Nein! Habe ich den Zaun jetzt wieder... Nee, da müsste eigentlich noch sein. Baut mir mal da schönen Zaun hin. So können wir noch was Spielzeugmäßiges. Büro passt, okay. Wie sieht es mit der Forschung aus? Ah, hahaha. Müssen wir aber erstmal hier definieren. Warte mal. Ne, haben wir den Dings schon erforscht? Der braucht noch 5 Stunden, der Psychologe. Gut, in 3 Stunden kommen schon die Gefangenen. Da bin ich ja mal gespannt. So, da müssen wir jetzt mal schnell das Ding als Küche definieren hier oben. Küche, Küche, Küche. Okay. Make me... Nein! Ach, ich Idiot. Das soll doch gar keine Küche werden, eine Krankenstation. Kann man das nochmal nachdefinieren? Ich hoffe. Oh, Gott sei Dank. Was soll da rein? Medical Bed mehr nicht? Kriegst du doch. Medical Bed kannst du gerne haben. Müssen wir nur mal bei der Einrichtung gucken. Krankenbett, hier hast du Krankenbett. 1. So, 2. 3. Wir machen mal gleich 3 medizinische Betten. So, da können dann da die hin. Der Zaun ist soweit fertig. Klasse.
Wobei hier fehlt ein Stück, da werden wir mal eine schicke Krankenhaus, eine Knasttür einbauen. Ne, eine große brauchen wir nicht. Wir bauen eine kleine ein. So. Wir können ja zum Beispiel die Wachleute durch, wenn sie denn wollen. So, die Köche warten. Jetzt werden gleich die Betten eingebaut. Das heißt, wir können hier schon die Krankenschwester. Wie viele Ärzte will er denn? Zwei Ärzte. Mann, Mann, Mann. Das kostet ja ein Schweinegeld. So, jetzt haben wir die Ärzte. Okay. Krankenstation haben wir gebaut. Die Betten werden. Jetzt brauchen wir. So. Psychologen noch. Ein Büro für den Psychologen haben wir. Also langsam verstehe ich jetzt, wie das hier funktioniert. Ist auch ganz gut mit der To-Do-Liste. Das ist eigentlich ein super Tutorial, wenn man sich ja dann dran hält, was ich ja am Anfang gar nicht gemacht habe. Guck mal, hier ist Abfall. Können wir nicht noch... Gibt es da nicht so eine Mülltypen? Gibt es hier nicht irgendwelche Mülltypen? Müllabfuhr oder sowas? Ein Arbeiter, ein Koch, ein Direktor... Reinigungskraft brauche ich. Ich brauche eine Reinigung. Ein Hausmeister ist doch geil. Dafür muss ich aber Reinigung freischalten. Ja, wann kommt denn die? Die Reinigung? Oh, die kommt ja erst sonst wann. Dazu müssen wir Wartung machen. Benötigen Direktor. Komm, lass uns mal noch die Wartung forschen. Ich will hier ein bisschen vorwärts kommen. Expansion führt zu Zwangsarbeit. Okay. Sicherheit möchte ich auch noch. Wollen Sie mal da forschen? Schön. Damit wir da weiterkommen. So. Gut, in einer Stunde kommen die. Wir haben jetzt hier alles, außer dem Psychologen brauchen wir noch. Woher wissen wir, wann der fertig ist? In zwei Stunden, okay. Dann lassen wir die Zeit mal vielleicht zwei Stunden vorlaufen. Passiert ja jetzt im Moment nichts. Ist das Tor hier? Ja. Was ist das hier eigentlich? Ein Straßentor? Und das ist auch ein Straßentor? Kann man das nicht mal zumachen? Doorlock normal, okay. Oh, warte, 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 nein. Wann kommen die? In 54 Minuten. Oh Gott, da müsste der ja fertig sein. Nein. Der Psychologe. Ey, jetzt wird spannend, ob die dann wirklich auch da den Knast dann auch benutzen. So, jetzt, warte, jetzt kommen sie gleich. Jetzt ist der Psychologe fertig, sehr schön. Können wir den mal da reinsetzen? Der Psychologe. Gehen Sie doch mal zum Psychologen, mein Herr. So. Okay, jetzt kommen Sie ja gleich. Machen wir mal auf 5. Und jetzt habe ich ja hier alles erstmal erfüllt, die Aufgaben. Warte mal, gleich kommen Sie. Und dann gucken wir uns das mal an. Zoomen wir mal ran, was das für Kumpels sind. 3 Minuten, 3 Minuten, 0 Minuten. Zack. Jetzt kommen Sie. Jetzt kommen sie, wo sind sie denn? Wo sind denn meine Gefangenen? Wo sind sie denn? Wie weit ist denn hier mit der Forschung? Was sind Notfälle? Ah, Feuer. Ah, okay. Forschung. Na, dauert noch ewig. Ankunft neuer Vertragszellenblock. Ah, erhöhe die. Okay, alle Gefangenen speisen. Naja, der Koch ist ja hier am Start. Guck mal, wie dreckig das ist. Wir brauchen unbedingt eine Reinigungskraft. Ach du Scheiße, ey. Oh, guck mal, hier kommen sie. Haha! Herzlich willkommen im Nimmerland. Was ist denn das für einer? Das ist aber ein ganz harter Junge, was? Warum ist denn das nicht deutsch? Der hat 3 Golfer getötet, oder was? Mit einem Golfschläger. Alter. 55-jähriger Vater. Warum ist denn das hier nicht auf Deutsch? Erfahrung, Biografie. Okay. Ja, vielleicht ist der nur ein Bug. Vielleicht ist der noch nicht übersetzt. Ja, bring den in ihre Zellen. Und du, was hast du gemacht? Der Doktor. Doc Gilius heißt er. Er hat 3 Doktoren erschossen und 4 Krankenschwestern. In dem Hospital, wo er drin war. Was hat er bekommen für eine Strafe? 17 Jahre wegen Einbruch, Raubüberfall. Er plädiert auf unschuldig. Hat allerdings schon 14,9 Jahre abgesessen.
Junge, Junge, du wärst ja blöd, wenn du... Guck mal, was machen die jetzt? Bringen die den dahin? Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann... Jetzt irren sie hier erstmal rum. Ihr könnt ja jetzt auch essen gehen, wenn ihr wollt. Ah, okay, sie gehen in ihre Zellen. Sehr schön. Ist schon dunkel, oder was? Und dazu brauchen sie keinen Knastaufseher. Was guckt denn der da um die Ecke? Was macht denn der da? Ist denn überhaupt hier eine Lampe? Und was ist das? Eine Bank? Ah, okay. Die Bank hat hier zwar nicht zu suchen, aber die werden wir mal löschen. Die braucht hier nicht sein. Ja, weil ihr denkt da nämlich, hier gibt's Essen. Was, da sind keine Klos drin? Da ist, oben ist doch ein Klo, kannst du auf Klo gehen, Mann, Alter. Genau. Wenn du Hygiene brauchst, dann gehst du hier drüben duschen. Was ist denn daran so schwer? Das seht ihr doch an den Symbolen, wozu baue ich euch denn das? Und der Knast wird immer mistiger. Irgendwann kriegen wir hier nochmal Ärger. Wartung freischalten. Ja, möchte ich ja. Ach hier, guck mal. Na, dauert noch, ja. Wir brauchen unbedingt einen Hausmeister. Das sieht hier aus. Alter Schwede, das sieht echt schlimm aus. Und warum gehen die nicht essen? Na, weil jetzt nachts ist. Mal. Komm, wir lassen die Zeit mal laufen. Mal gucken, was passiert jetzt. Also rauskommen sie nicht. Die kommen dann erst tagsüber wieder raus, wa? Als hat ein Arbeiter den Müll rausgeholt. Okay, da kam extra ein Aufseher und hat aufgeschlossen. Was kommen sie jetzt raus? Oh, wie? Jetzt ist Ausgangszeit. Ach du Scheiße. Okay, Duschen haben sie angemacht, aber es duscht keiner. Okay. Jetzt ein paar... Die EA hat gar keinen Hunger oder was? Verurteilt zu 6 Jahren Haft wegen Körperverletzung. Okay. Warum gehen die nicht essen? Der Koch, was hängt denn der Koch hier rum? Mann, ey, Alter. Ist das eine Knasttür hier? Oh, was denn jetzt? Automatisches Speichern oder was? Ah, eine Gefängnistür. Nee, die muss raus. Die stört nur. Da muss jedes Mal der Wärter kommen und aufschließen. Das ist mir ein bisschen zu umständlich. Hier ist nämlich auch eine normale Tür. Dann nimm die mal da weg. Da braucht gar keine Tür sein, oder? Hier, die sollst du ab. Weg machen. Mach die Tür weg. Wartest du jetzt? Brauchst du dafür einen Gefängniswärter oder was? Jetzt kommt der, ist ja geil. Das ist eine Wärterin. Den schließt auf, damit er es abbauen kann oder was? Ah, sehr geil. Gut, dann werde ich hier mal eine normale Tür reinklinkern. So. So, aber essen kommt hier keiner, wa? Guck mal, die sind alle hier drin und haben totalen Hunger. Warum kommen die denn nicht raus? Ja, ist mir schon klar, dass du Hunger hast. Dann geh doch hier in die Kantine. Los, hier, zack. Verstehe ich nicht, warum die nicht essen gehen. Mal gucken, was hier passiert. Mal eine Weile offen lassen. So, der Koch. Fehlt da noch? Ne, hier steht doch Essen. Guck mal, hier steht doch Essen. Oder die warten auf eine bestimmte Essenszeit oder was? Man, der hat ja hier immerhin schon das gekochte Essen hingestellt. Was brauchen sie denn jetzt noch? Wir haben Hunger, klar. Was? Guck mal, hier ist noch was. Was braucht er noch? Eine Bank. Er braucht tatsächlich eine Bank. Ah, Mist. Habe ich die Bank wieder weggemacht? Er braucht die aber. Oh Gott, wo war die denn? Die Bank. Weil da hätte ich die bloß nicht weggemacht. Mist. Gib mir die Bank. Warte mal, mach mal kurz Pause. Wird da geliefert. Okay. Essen für die Köche. Die Bank, wo ist die Bank? Die Bank. Hier ist die Bank, okay. Ja, tut mir total leid, dass ich euch die Bank hier weggenommen habe. Ich habe das, glaube ich, unterschätzt, wie wichtig die Bank für euch ist. Bloß ich meine, das Essen bringt euch keiner. Ihr müsst doch da in die Kantine gehen. Machen wir wieder auf schnell. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal raus. Warum gehen die denn nicht essen?
Was hier mit dem Hausmeister? Ist der schon fertig? Ja, der Hausmeister ist fertig. Dann forsch mal gleich noch rein, Jung, hier. Und warte mal, Personal. Ich will jetzt einen Hausmeister haben. Psychologen brauche ich auch noch? Oder habe ich schon einen? Ne, haben wir schon. Ein Hausmeister. Gib mir bitte sofort einen Hausmeister. Wo ist er? Gesperrt. Du musst jetzt Reinigung freischalten. Was? Guck mal, sind die jetzt essen? Nein, die sind immer noch nicht essen. Wo sind die denn überhaupt? Sind die schon alle abgehauen? Ey, die sind doch nicht abgehauen aus dem Knast, oder? Guck mal, die hauen die alle ab. Nee, ein Arbeiter ist das. Wo sind denn die? Wo sind meine Knastis? Sind die jetzt alle verhungert? Habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Ob die jetzt alle gestorben sind? Warte mal. Forschung, Wartung. Benötigt ein Direktor. Schaltet Vorarbeiter frei. Ach so. Ich dachte, schaltet einen Hausmeister frei. Reinigung dauert noch 5 Stunden. Mist. Mist, ey. Komm, dann mach mal hier noch sowas hier. Alles, was geht jetzt hier. Los, forscht mal alles hier. Ihr könnt da alles forschen, bis wir keine Help mehr haben, oder? Hier, das auch noch. Guck mal, wie viel Geld wir haben. Wir können doch alles forschen. Warum forschen wir nicht alles? Unser ganzes Geld hier ausgeben. Wird alles auf einmal fertig, wa? So. Personal, wir können kein... Na gut, dann machen wir einen Vorarbeiter, was soll's? Erlaubt dir Hausmeister, Gärtner und andere freizuschalten. Naja, dann machen wir hier einen Vorarbeiter, so. So, dieser Vorarbeiter? Na, warte mal, wir müssen erst Gartenpfleger vorhanden. Ach, da sind sie ja wieder. Wo wart ihr denn? Wo waren denn meine ganzen Gefangenen? Und warum gehen die nicht essen? Jetzt sind sie wieder müde, Mann. Irgendwas habt ihr immer, habt ihr gegessen? Wie sieht's denn aus hier? Warte mal hier. Biografie, okay. Da würde mich mal interessieren, hier, guck mal hier. Durchsuchung, Abregelung, Arrest. Und hier haben wir nochmal unsere Papers. Zeig mir nochmal, wie den geht. Okay. Tagesplan, Essen, okay. Können wir das denn sehen? Oh, die können doch arbeiten auch noch. Mann, Mann, Mann. Ja, Essen. Ich würde gerne sehen, ob ihr genug... Ach, jetzt kommt Essen. Jetzt ist Hofgang und Freizeit. Ach so. Ah, okay. Warte mal. Medium. Da sind 2, die Hunger haben. Oder was? Wie sieht's denn aus mit dem Hunger? Hunger, Hunger, Hunger. Food. Okay. Okay. Dann würde ich an der Stelle mal sagen... Dass das so ganz gut gepasst hat jetzt. Mehr Kaffee? Nö, nicht mehr Kaffee. Also mit dem Essen sieht es scheinbar, hat es funktioniert. Die sind jetzt so halbwegs abgespeist. Wobei ich aber nicht gesehen habe, wie die essen waren. Jetzt sind sie wieder in den Zellen, okay. Was wollt ihr denn noch? Was zum Spielen? Vielleicht sollte ich euch einen Fernseher hinstellen. Zur Freizeitbeschäftigung. Ich meine, da brechen wir uns doch echt keinen ab, oder? Brechen wir uns da einen ab, wenn wir da ein bisschen nett sind? Komm, wir geben euch einen Fernseher. Könnt ihr ein bisschen gucken. Verstehe ich, wenn ihr gucken wollt. So. Wir kriegen die bestimmt gute Laune von. Aber der Koch holt wieder was. Zwei. Oh, guck mal, was der da lecker Zeug macht, ey. Nam, 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 nam. Das kann ja was werden. Wir brauchen Reiniger, weil der Knast dreckt total ein. Der Hausmeister, der Direktor ist ja noch Dingsbumsen. Der ist erschöpft. Warum bist du denn erschöpft? Du hast doch noch ja nichts gemacht. Muss verzeugen, gibt es da normale Betten? Soll ich hier mal ein Bett hinstellen? Oder einen schönen Sessel? Was brauchst du denn? Was brauchst du denn, mein Lieber? Guck mal, hier normales Bett. Soll ich hier ein Bett hinstellen? Vielleicht bringt ja das was, ne? Und hier könnten wir auch ein normales Bett hinstellen. Die Ärzte ist aber auch nicht erschöpft. Ist sie erschöpft? Nicht wirklich, wa? Was ist denn das hier? Ach, der Getränkeautomat, okay.
Ah, die Gefangenen duschen. Na, es ist schön warm. Kommt der hier mit dem Bett? Da dürfen auch irgendwie nicht alle raus, wa? Manche haben da andere Regeln. Vielleicht, oh, guck mal, hier ist ja alles ausgelaufen. Wir brauchen unbedingt eine Reiniger. Ich werde hier gleich wahnsinnig. Können wir immer noch nicht machen, Mist. Wie lange dauert der noch? Ah, vielleicht war es ein absoluter Fehler, das alles gleichzeitig zu machen. Naja. Mal gucken, ob der hier schlafen geht, der Psychiater, wenn er ein Bett hat. Würde mich mal interessieren. Ach doch, guck mal, er steht jetzt ruhend. Er nutzt das Bett. Ah, das ist aber schön. Ja, dann ruh dich mal ein bisschen aus, Alter. Ruh dich mal ein bisschen aus, verstehe ich. So. Was brauchst du denn, wenn du erschöpft bist? Gibt es hier noch was anderes Schickes, was Erschöpfte irgendwie nutzen könnten? Einen schönen Sessel oder sowas, wa? Was haben dann da Getränkeautomaten? Ah, guck mal, ein Sofa. Vielleicht brauchen die sowas. Wenn sie erschöpft sind. Und wir geben euch mal allen hier noch Sofas. Ja. Braucht der in der Küche ein Sofa? Ruht er sich nachher noch aus, wa? Anstatt zu arbeiten. Oh, die Dusche sieht aus. Oh, die Dusche sieht aus. Guckt euch mal die Dusche an. Das geht ja gar nicht. Jetzt bringe ich hier erstmal die ganzen Sessel. Der Koch kriegt ja ohne Ende Zeug, aber da kommt bloß keiner essen. Das ist das Problem. Wann gibt's denn eigentlich Essen? Wollen wir nochmal gucken, wann es Essen gibt? Gut, okay. Warte mal. Tagesplan, hier. Zwischenspeichern. Und mal, guck mal hier. Freizeit, Essen. Gleich gibt's Essen. Um 8 oder was? Ja, um 8 gibt's Essen. Bin ich ja mal gespannt. Guck, wir machen mal ein bisschen schneller. Will ich mal sehen, ob die tatsächlich essen gehen. Dann, der hat ja schon aufgetischt, aber nur vom Feinsten. Ich hoffe, die wissen das zu schätzen, hier, die Gefangenen. Es wird langsam dunkel schon. So, dann gehen wir jetzt mal wieder auf 1 gleich. Zack. Oh, jetzt aber. Oh, 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 oh. Jetzt kommen sie. Jetzt gibt's Essen. Nam, 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 nam. Schmackifatz. Schmackazie. Schmackofatz. Los, haut rein. Was gibt's denn heute, Leute? Es gibt heute irgendwas und nochmal irgendwas. Viel Spaß. Mal gucken, was wir jetzt machen. Er braucht eine Privatsphäre. Ah, okay. Er braucht Freiheit. Ja, klar. Das kann ich mir vorstellen. Freiheitsgedanken, Kumpel. So, jetzt wird aber schön essen. Sag mal, du siehst doch schon wieder. Sag mal, der taucht... Ihr wisst, wen ich meine. Der hier, der sieht aus wie Dingsbums. Almond, 38 Jahre. Gefährliches Fahrverhalten mit Todesfolge. 8. 11 Jahre Haft abgesessen. 6,2. Erpressung abgesessen. Der war schon mehrmals im Knast. Eieiei. Komm, ich möchte mal durchsuchen. Ob da stimmt doch irgendwas nicht mit dem Typen. Geht das? Mal gucken, ob jetzt der Wärter. Ach komm, hier ist die Lupe. Guck mal. Cool. Na dann durchsuch mal. Kommt er? Jetzt kommt er. Jetzt wird der Gefangene durchsucht, oder? Ja. Und? 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 Der hat doch garantiert was dabei, der Typ. Der ist doch total verdächtig. Wie lange willst du denn da noch suchen? Mach los, such. Such. Hast du was gefunden? Ah, guck mal. Oh, guck mal einer an. Der Almond, der wollte... Spoon. Der Almond wollte einen Löffel klauen. Guck mal, jetzt haben sie den Handschellen angelegt. Nur weil er einen Löffel hatte? Geh mal zurück. Komm, dann müssen wir mal den Zellenblock durchsuchen. Hier, jetzt werden die alle durchsucht. Das reicht mir hier. Wie kann er denn einen Löffel da rausschmuggeln? Dann baut er sich nachher ein Messer und dann bringt er hier den Dicken noch um. Hier bilden sich ja dann auch Gangs und Banden und Klicken und so. So, meine lieben Freunde. Das war's jetzt mit Prison Architect. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh, das macht ja richtig Spaß hier. Okay, gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.